Aloha und willkommen zum letzten Bossguard-Video für den Tempel von Ankh-Iray. Hier erwartet euch der alte Gott C'Thun, welcher zu den schwierigsten Encountern aus Classic zählt. Der Bosskampf läuft in zwei Phasen ab, wobei der Pull hierbei schon eine Herausforderung sein kann. Bevor wir aber starten, wenn ihr uns supporten wollt, lasst doch super gern direkt einen Daumen nach oben sowie ein Abo mit aktivierter Glocke da. Hilft uns auf jeden Fall sehr. Vielen herzlichen Dank. Bevor wir jetzt allgemein ins Detail gehen und uns die Positionierung anschauen, schauen wir uns beide Phasen erst einmal oberflächlich an. Dann wird vieles gleich verständlicher. Nach dem Pull, auf den wir wie gesagt gleich nochmal genauer eingehen werden, startet direkt die erste Phase. In Phase 1 kämpft ihr gegen das Auge von C'Thun. Hier erwarten euch zwei Fähigkeiten, die direkt vom Boss ausgehen. Der Augenstrahl oder auch Eyebeam trifft ein zufälliges Ziel und verursacht hohen Naturschaden. Außerdem springt der Strahl weiter auf jedes Ziel, welches sich in der Nähe des Getroffenen befindet und verdoppelt den Schaden. Die zweite Fähigkeit nennt sich Dunkles Starren. Bei dieser wird C'Thun rot, lädt sich 2 Sekunden auf und schießt einen Laser um 180 Grad. Dieser kann gegen oder auch mit dem Uhrzeigersinn verschossen werden. Werdet ihr getroffen, bekommt ihr 50.000 Schaden und seid somit sofort tot. Der komplette Raid muss sich hierbei bewegen, dazu aber gleich mehr. Des Weiteren spawnt C'Thun alle 45 Sekunden 8 Augententakeln am Rand des schwarzen Kreises, welches Gedankenschinden auf zufällige Spieler casten. Die Tentakel sind stunbar und können unterbrochen werden. Diese haben in Phase 1 immer das absolute First Target. Zudem spawnen in unregelmäßigen Abständen etwas größere Klauententakel, welche ca. 2000 Leben haben und nur Nahkampfangriffe besitzen. Sollte kein Melee in Reichweite sein, tauchen sie bei einem anderen Ziel auf und schleudern diesen weg, deswegen direkt ein Melee ran. Sobald C'Thun auf 0% fällt, beginnt die zweite Phase. Ab jetzt macht ihr am Boss selbst 99% weniger Schaden und 3 Arten von Tentakeln spawnen, welche ihr kontrollieren und töten müsst. Wie macht ihr jetzt aber Schaden an C'Thun? Alle 10 Sekunden wird ein Spieler von dem Boss gefressen und in den Magen befördert. Dort befinden sich nun 2 Tentakel. Wenn beide getötet worden sind, ist der Boss für 45 Sekunden verwundbar. Das Ganze wiederholt jetzt ein paar Mal und der Boss sollte im Dreck liegen. So, jetzt wissen wir, wie C'Thun oberflächlich betrachtet funktioniert. Gehen wir mal etwas ins Detail und starten auch direkt beim Pull, welcher es definitiv in sich hat. Der erste Spieler, der sich in Sichtweite vom Boss befindet, bekommt direkt die ersten 2 Eyebeams ab. Dieser muss also unabhängig des restlichen Raids den Raum betreten, um den Schaden zu schlucken. Sonst passiert sowas, wie ihr auch gerade im Hintergrund seht. Wenn ihr euch ganz hinten an die Wand drückt, dann könnt ihr so gesehen auf die andere Seite rübergehen. An besagter Wand ist eine Art Safe Zone. Ihr müsst allerdings so gut es geht kuscheln. Das koordinativ einfachste ist es, den Main Tank mit einem großen Naturschutzrang Intus sowie Priesterschild zuerst reinzuschicken. Kann aber natürlich, da so viele Spieler gleichzeitig nachrücken, auch nach hinten losgehen. Vergesst nicht, ihr müsst alle 10 Meter auseinanderstehen, sonst springt der Eyebeam über. Eine andere Möglichkeit wäre es, dass der Raid Lead nach dem Main Tank immer jeweils 2 Gruppen gleichzeitig reinschickt. Koordinativ deutlich schwerer. Die Chance, von dem grünen Strahl getroffen zu werden, ist allerdings geringer. Die dritte Alternative wäre, 2 Schlangen zu bilden, 10 Meter Abstand zum Vordermann zu halten und dann jeweils links und rechts reinzulaufen. Seht ihr auch gerade schon im Hintergrund. Wenn ihr den Pull überstanden habt, rennt ihr jetzt genau zu der Position, zu welcher ihr eingeteilt wurdet. Alle 8 Gruppen des Raids werden in 360 Grad um C'Thun aufgeteilt, sodass so gut wie niemand seinen Mitspieler näher als 10 Meter kommt. Stellt dazu unbedingt euer Deadly Boss Mods bzw. das Addon eurer Wahl mit einem Abstandscheck richtig ein. In den einzelnen Gruppen sollte sich jeweils immer ein Caster, ein Melee sowie ein Heiler befinden. Die letzten beiden Plätze können so gesehen frei bestimmt werden. Der Melee DPS steht jetzt direkt am Boss, ein weiterer Melee bzw. Caster am Anfang des schwarzen Nebels und dort dahinter dann der Heiler und der andere Caster bzw. auch Tank. Das Wichtigste an Phase 1 ist wirklich die Positionierung und definitiv nicht der Schaden. Solltet ihr viele Nahkämpfer haben, können sich auch 2 Melees am Boss decken. Allerdings kommt da mit dem Eyebeam mehr Schaden auf diese, sodass mehr Heilung rausgehauen werden muss. Beim Reinrennen unbedingt schon weit auseinanderstehen, sodass nicht die Hälfte der Gruppe denselben Laufweg hat. Übt das Ganze mal im Vorfeld im Nebenraum, dadurch sollte die Positionierung deutlich einfacher werden. Wenn ihr jetzt also den Pull überlebt habt und richtig steht, habt ihr schon mal die halbe Miete. Neben dem Eyebeam, welcher alle 3 Sekunden im besten Fall nur einen Spieler trifft, zündet er ca. alle 45 Sekunden dunkle Starren auf einen Spieler. C'Thun benötigt dafür ungefähr 2 Sekunden, schaut also unbedingt auf euer DBM-Addon. Dunkle Starren ist ein roter Laserstrahl, welcher euch one-hittet und 180 Grad entweder mit oder gegen den Uhrzeigersinn einmal den Raum durchquert. Ihr rennt jetzt von dem Strahl weg
und positioniert euch direkt auf der anderen Seite, von der ihr gestartet seid. Wenn das jede Gruppe einhält, solltet ihr keine Probleme haben. In der Zeit, in der C'Thun mit dem Laser beschäftigt ist, castet er keinen I-Beam. Ihr könnt somit stacken und müsst nicht die Range einhalten. Außerdem spawnen alle 45 Sekunden am Rande des schwarzen Nebels Augententakel, welche Gedankenschinden auf die Gruppe casten, allerdings unterbrochen werden können. Die eingeteilten nächsten Spieler müssen diese sofort stunnen und töten. Neben also dem I-Beam sowie den Augententakeln spawnen alle 5 bis 10 Sekunden Klauententakeln unter zufälligen Spielern, welche diese in die Luft schleudern, die Bewegungsgeschwindigkeit verringern und 1500 Schaden anrichten. Hier muss direkt jemand in Nahkampfreichweite, sonst tauchen diese wieder ab und spawnen erneut unter einem anderen Spieler. Die Raid-Mitglieder, welche in der Nähe stehen, fokussen diese direkt. Auch wenn ihr kein Melee seid, rennt ihr als nächster Spieler in Range. Allgemein betrachtet haben die Adds, vor allem die Augententakel, immer Vorrang vom Boss. Das Ganze wiederholt sich jetzt so lange, bis ihr C'Thun auf 0% geboxt habt. Allgemein gibt es keinen Tank in P1 und der einzige euch treffende Schaden kommt vom I-Beam, dem roten 180 Grad Laser sowie den Adds. P1 also erledigt, sammelt ihr euch alle im Norden bei den Treppen und teilt euch auf. Jetzt beginnt Phase 2. In dieser absorbiert C'Thun 99% des Schadens. Alle 10 Sekunden wird ein zufälliger Spieler vom Boss gefressen und in den Magen befördert. Dort befinden sich jetzt 2 Tentakel, wenn diese sterben, wird der Boss für 45 Sekunden verwundbar. Allerdings bekommt ihr den Debuff Magensäure ab, welcher sich alle 4 Sekunden stackt und gut Naturschaden zufügt. Ab ca. 7 Stacks solltet ihr unbedingt den Magen wieder verlassen. Im Hintergrund seht ihr schon eine Art Trampolin, wenn ihr dieses betretet, werdet ihr automatisch wieder rausgeschleudert. Wer greift jetzt aber die Tentakeln an? Tanks sollten sofort wieder rausgehen, da diese kaum Schaden machen und nur unnötig Damage von den Tentakeln im Nahkampfreichweite bekommen. Heiler toppen jeden Spieler, der sich unten befindet, verteilen zudem noch ein paar Hots und gehen ebenfalls direkt wieder raus. Melee DPS ebenfalls direkt wieder raus, da ihr unten einfach zu viel Schaden bekommt, außer ihr seid ein Schurke, dann entrinnen an und Vollgas geben. Range DPS aller Art sind hier die Hauptschadensausteiler und bleiben so lange es die Stacks zulassen im Magen von C'Thun. Kommuniziert unbedingt, auf wie viel Prozent sich die Tentakel befindet, um gezielt nach deren Ableben auf den geschwächten Boss zu ballern. Ihr könnt im Vorfeld dann getimed schon mal jegliche wichtige Debuffs auf den Boss setzen, um in der Schwächungsphase keine Zeit zu verlieren, zum Beispiel Rüstungszerreißen, Fluch der Elemente und so weiter. Zudem spawnen außerhalb 3 Arten von Adds. Riesige Augententakeln, welche den I-Beam aus Phase 1 machen, müssen und können direkt unterbrochen sowie gestunt werden. Augententakeln, welche ihr ebenfalls schon aus Phase 1 kennt, jetzt jedoch alle 30 statt 45 Sekunden, sowie riesige Klauententakeln. Diese müssen direkt via Tank an sich gebunden werden und hauen zudem echt hart rein. Da muss wirklich direkt einer eurer Tanks ran, sonst verschwinden diese wieder und respawnen mit voller HP. Genau in dieser Reihenfolge tötet ihr diese auch. Verteilt euch jetzt so gut es geht, zwickst im Augenstrahl und teilt vor allem Mages und Hunter dafür ein, die hinteren Augententakeln zu counterspellen und zu killen. Schickt da gerne auch einen Heiler mit. Diese spawnen nämlich wieder im Kreis um C'Thun, wie auch schon in Phase 1. Das Ganze wiederholt sich dann im besten Fall nur ein paar Male und anschließend sollte C'Thun im Dreck liegen. Als Consumables empfehlen wir euch in diesem Kampf vor allem einen großen Naturschutztrank, da dieser den Schaden des I-Beams sowie den Dot im Magen entgegenwirkt. Ein großer Schattenschutztrank kann gegen das Gedankenschinden der Tentakel aber auch nicht schaden. Als Add-ons empfehlen wir euch vor allem DBM für den Range-Check sowie den Timer der Fähigkeiten. Als Bonus könnte man sich noch Salad C'Thun runterladen. Mit diesem hat man als Spieler in-game eine kleine Map zur Aufteilung. Dadurch muss euch der Raid-Leiter nur in eure jeweilige Gruppe schieben und niemand kann mehr sagen, dass er nicht mehr genau weiß, wo er hinlaufen soll. Wenn euch allgemein unsere Boss Guide-Reihe gefallen hat, lasst uns doch gerne einen Daumen sowie ein Abo da. Schaut doch außerdem gerne bei uns auf Twitch vorbei, dort streamt Nico und ich unsere, ich nenn's mal WoW Classic-Geschichte. Hier kann man dann auch mal so ein bisschen quatschen und sich austauschen. Den Link findet ihr im ersten Kommentar angepinnt. Bleibt noch zum Schluss zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen und immer genügend Mana-Tränke mitnehmen. Man weiß ja nie.